So, jetzt sind wir wieder online. Natürlich wieder hier in Syrien für die Gamer Elite live auf der Gamescom, letzter Tag heute. Und wir schauen mal rum, wie die Menschenmassen so sind, wie die Situation so ist auf der Gamescom und was es vielleicht noch zu sehen gibt. Vielleicht kann man noch was einhamsen. Ich habe meinen Rucksack im Hotel gelassen. Ich habe nur das nötigste Equipment mitgenommen, um einfach hier streamen zu können. Und dann natürlich schauen wir mal. Ja. Aber es freut mich wieder, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Sinne gehen wir mal raus. Dann schauen wir mal, was uns so erwartet. Eine Cola habe ich mir auch schon gekauft. Ja. Wie gesagt, trinken ist wichtig. Nee. Der Siri trinkt nicht nur Cola, hin und wieder auch mal Wasser. Ja, das ist auch wichtig. Ja. Nicht mehr ganz so viele Leute hier. Ja, 9 Uhr haben sie ja schon aufgemacht. Ich habe gesagt, am Sonntag schlafe ich ein bisschen länger. Ich habe dementsprechend dann auch alles so geplant, dass ich dann so gegen Mittag hier bin. Allerdings öffentliche Verkehrsmittel schwierig bei meinem Hotel am Sonntag. Da habe ich mir dann das Taxi gegönnt. Einmal Hotel, Hauptbahnhof, 44,70 €. Ja. Aber so ist halt. Was will man machen? Ja. Schauen wir mal. Ich gebe euch mal wieder Sicht. Ah, da geht es wieder in die Zehner. Hier gehen wir woanders rum. Die ersten 4 Zuschauer sind auch schon wieder da. Ja. Also von oben. Da drüben geht es zur Halle 10. Wir laufen jetzt hier hoch. Ja, was heißt laufen? Wir fahren. Das hier hinten die Rolltreppe. Da darf noch genug laufen heute. Ganz wichtig zu wissen, wo Steckdosen sind. Für den Notfall braucht der Siri nicht. Er hat sein Akku-Pack. Ja. Und wie gesagt, jeder sieht auf meinem Rücken Gamer Miliz. Ja. So ein bisschen proaktive Werbung für unsere Gruppe machen. Also ihr seht, etwas chilliger wie gestern. Das muss natürlich schon so sein. Ne?
Fachmesse ist schon durch. Es geht. Sind nur noch die Consumer-Hallen offen. Also die eigentliche Gamescom. Auch die Ordnungshüter haben es jetzt mittlerweile begriffen, dass Verkehrsregeln doch ihren Sinn haben. Also kunterbuntes Treiben. Außenbereich und dann runter, ja, weil sie wieder diese Umleitung drin haben. Ja, das Serie hat ja noch nicht genug Kilometer auf dem Tacho. Nein, da macht die Gamescom-Organisation noch einmal einen Extralauf. Ja. Also wie gesagt, das war ja der Punkt, wo er dann auch der Kuli dann schnell eine Pause brauchte. Wie gesagt, mein Körper hat heute auch ein bisschen Schlaf und Ruhe gebraucht. Nach den letzten 4 Tagen. Ja. 4,80 kostet noch so eine Brezel. Ja, mit Käse wahrscheinlich noch 1 Euro mehr. Kann ich aber nicht empfehlen. Ich habe sie ausprobiert. Ich war so mutig. Ja. Aber hab sie mehr reingewirkt wie alles andere. Schmeckt hat sie nicht. Das Salz war schon flüssig. Ja, was dazu führt, dass im Endeffekt die Brezeln auf dem Transport falsch gelagert wurden. Und so lätschig luftig. Also wie gesagt, in Köln eine gescheite Brezel kriegen. Das wird ein Abenteuer. Ja. Auf Twitch für die Series 78. Okay. Wunderbar. So. Die nächsten schon wieder dabei. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Schaut euch das einmal an. Was haben wir da immer abbiegen können? Das bin ich mal gespannt. Die jagen uns um das ganze, die ganze Halle rum. Definitiv. Ja. Also den ersten haben die schon angesprochen. Wahrscheinlich, weil sie meinen Aufdruck hinten gesehen haben.
Ich glaube, wir lassen uns über Eingang Nord rein. Deswegen immer Karte dabei haben, falls man noch mal irgendwo durch muss. Ah, ich hab's befürchtet. Wir machen den Gewaltmarsch, aber um die Gamescom rum. Ich bin ja begeistert. Und was wir in der Europa schon gemacht haben, richtig was. Und hier geht's wieder rein. Nicht dann. Halle 9, steht ganz groß drauf. Ja, dann gucken wir mal. Halle 9 von der anderen Seite. Currywurst 7 Euro, wisst ihr Bescheid. Ich glaube, das seid ihr mit der Pommes besser dran. Ein Tipp vom Sevi, wenn ihr zu zweit seid, holt euch zusammen eine Jumbo-Pommes. Kommt doch billiger weg.
Porsche mal mit interessanten Lackierungen. Würde ich mal sagen, ja, mal Strange Richtung Halle 8. Mal gucken, was da so los ist. Eisbär. Also im Endeffekt, es gibt viel zu sehen, auch wenn man ein paar Mal durchläuft. Am ersten Tag rennt man förmlich durch, aus Angst irgendwas zu verpassen. Aber dann mit jedem Tag wird man dann chilliger. Aus einem einfachen Grund, man will dann mehr im Detail das dann haben. Also man schaut dann auch mehr ins Detail, guckt. Was kann man machen? Was ist hier neu? Was ist da neu? Ja. Und da
reisen, natürlich ist dann schon interessant, die 5 Tage wirklich komplett zu nehmen. Langsam Hunger. Aber er hat ja gefrühstückt. Hab mir extra heute einen Wecker gestellt. Runter frühstücken. Im Zombie-Modus wieder hoch ins Bett, wieder hingelegt und wieder geschlafen. Ne? Da draußen. Ja.
vor der Halle 7. Nur damit ihr euch auch so ein bisschen mitorientieren könnt. Weil ich muss ja alles alleine machen. Ja, immer noch 50%. Aber Siri braucht mindestens 5, wenn nicht sogar 6 XL. Wenn es eine Jacke ist, sogar 6 XL. Deswegen meine Größen schwer zu kriegen. Stehen ja schon wieder an, wie blöd. Das ist ja der Hammer. Die warten alle drauf, um reinzukommen. Technikraum. Mal Looky Look machen. Seele und eine Hundemarke, das wäre es ja auch. Hüfttasche, 25 Euro. Ja. Packpack ist schon weg. Ja, das ist jetzt schon, was hier alles durchgestrichen ist. Oh, der Anhänger, 8 Euro, okay. Tassen sind auch schon weg. Da kommen die Restbestände jetzt halt um den Hammer. Also die Flagge auch, für die Cabby ist 30 Euro. Mal schauen, vielleicht geht er noch einmal shoppen, das vielleicht. Vielleicht passieren. Wenn er vielleicht schwach wird beim einen oder anderen, sind vielleicht ein Anliegen. Wobei, ich habe hier schon meine Streams. Ja. Also, die werde ich dann auch nach und nach auf YouTube archivieren. Ja, und oder Playlist IRL, weil es ist ja IRL, ja. Reise- und Event-Stream sozusagen, wenn man so will. Klar, es ist die Gamescom, hat das mit Gaming zu tun, aber ja, wie gesagt, auf YouTube kann ich unter Gaming keine Kategorie auswählen. Spiel Gamescom gibt es halt noch nicht.
hat auch schon angestellt. Also da geht schon einiges. Also da kann man sich gut orientieren, ja. Also für alle, die vielleicht nächstes Jahr auch kommen wollen, prägt euch den Plan ein und denkt in Buchstaben. Damit ihr dann am Schluss wisst, wo ihr hin müsst. Jetzt bin ich wieder da. Ihr seht es gerade. Extrem viele Leute. Und jeder von denen hat ein Handy. Also da geht schon ein bisschen was. Aber Hauptsache die Show geht weiter. Warhammer ist natürlich auch ein Riesenthema. Stalker natürlich. Vor allem der zweite Teil. Dann auch geguckt, ob das Foto auch passt. Aber es sind sehr schöne Kostüme, mit sehr viel Liebe zum Detail, muss man schon sagen. Also von der Seite her. Habt ihr mal ein bisschen Fotosession gesehen? Towerborn ist auch noch mal so ein Thema. Knuffige Grafik. Weiß aber noch nicht ganz so recht, wo es einordnen soll, das Spiel. Fantasy, aber kann mich auch täuschen. Was weiß schon der Serie? Aber auch da sind natürlich die Schlangen enorm. Thank you.
Karten spielen kann man hier auch. Im Restaurant. Für alle Xbox-Spieler. Next.
noch rum. Access, gar nichts. Und im Endeffekt machen die ja schon ein Babu, ne? Also überleg dir mal, was die hier für eine Fläche haben. Ja. Also nicht höher, aber es ist ja mal mindestens 20 Meter. Und 30 Meter sind die bestimmt breit. Das sind 600 Quadratmeter. Also, da sind wir schon fast, wo ich einfach sagen muss, wow. Die haben ihren eigenen Schuh dabei. So, dann gucken wir mal, da ist dann wieder die Halle 8.
Oh. Avatar lässt grüßen. Jetzt bin ich wieder für euch ein bisschen da. Ja, zeige euch noch einmal die Halle. Wir wollten 1200 Euro haben. Cosplay. Auch Cosplay. Oh ja, jetzt schon. Das nächste Kostüm. Auch so kommt man unten Stream. Und jetzt würde ich euch wieder mal zu mir schalten. Ja, im Endeffekt hat man hier dann so den Geheimtipp als den ruhigen Pol, sagen wir, hinter der achten Halle. Da hat man dann mit ein bisschen Glück die Chance, Handys aufzuladen, Laptops aufzuladen. Ja. So. Also auch das hier mal kurz hinsetzen. Ist halt, ne? Das will man machen. Schauen wir mal. So. Das könnt ihr eher Fragen stellen, je nachdem, was ihr habt oder nicht habt. Also der Chat ist auch da, um was reinzuschreiben.
Aber ich sag, wenn ich das mal so zusammenfasse, letzten vier Tage, ja, das ist ein anstrengend. Ja, aber war noch schön. Also man hat schon sehr viele Eindrücke bekommen. Ja. Ihr könnt ja die ganzen Streams anschauen, auch als Video. Ich schaue auf jeden Fall, dass wir nochmal in Halle 5 kommen, ja, zu Cosplay und so weiter. Mal schauen, ob wir den Empfang hinhaut. Ist ja auch noch einmal so ein großes Thema. Und ansonsten natürlich, Halle 8 ist jetzt noch ein Ding. Da mal kurz reinschauen. Aber wie gesagt, es laufen sehr viele hübsch kostümierte Leute rum, also muss ich auch wirklich Arbeit gemacht haben für ihr Kostüm. Ja, muss ich schon sagen, ist schon. Muss ich schon sagen, alle Achtung. Das alte Kostüm, was für eine Serie wahrscheinlich passen wird, wäre der Kung Fu Panda oder so. Auf jeden Fall Spaß hier zu sein und natürlich sage ich halt einfach mal, man sollte es zumindest einmal erlebt haben. Ob man dann jedes Jahr kommen muss, ist jedem selbst überlassen, aber einmal sollte man mal das komplette Rücken mitgenommen haben. Ja. Ja, und wie gesagt, so ein halber Tag, wie es der Onkel oder Kuli gemacht haben, ja, da kriegst du nur einen kurzen Einblick, einen Ausschnitt. So als würde man sagen, ja, ich gehe auf ein Konzert und schaue aber nur das Schlüsselloch. Ist ein bisschen wenig, finde ich jetzt, gemessen an den ganzen 5 Tagen jetzt, inklusive heute. Ja. Aber ich habe mich gefreut, dass ich den Onkel überhaupt getroffen habe. Ja. Sonst läuft man sich ja höchstwahrscheinlich nicht über den Weg. In der Hinsicht auch, war cool. Ja. Und für euch war es vielleicht auch interessant, mal den Onkel und Kuli mal backstage zu sehen, wie sie verkabelt sind mit ihrem Equipment. Ja. Das sieht man ja sonst so auch nicht. Ja. Und wie gesagt, ansonsten. Sieht eigentlich ganz gut aus. Die 5 Tage, wie gesagt, haben mich an meine Grenzen gebracht. Aber immer mal wieder mit Pausen dazwischen funktioniert es schon. Wie gesagt, ich rauche nicht, saufe ich auch nicht, komische Substanzen nehme ich auch nicht. Also relativ lebe ich gesund. Genau. Hin und wieder mal ein Schnitzel mehr. Jeder hat so sein Laster. Aber ansonsten, ja, passt es eigentlich alles schon. Was ich so ein bisschen immer vermisst habe, war mein Kühlschrank mit meinem Cappuccino drin. Ja, aber naja, dafür bin ich auf der Gamescom. Das ist schädig. Also die Preise, die sind auch ganz schön, wenn ich mir überlege, halbe Liter Cola, 5,50 Euro, das ist schon gut, da ist Quatsch mit dabei, aber die 25 Cent machen es auch nicht fett, das kaum. Also von der Seite, das ist alles so ein bisschen, ja.
Ja, wie gesagt, das Essen gestern in dem Kantinenrestaurant. Also Schnitzel, Pommes und ein Salat dazu mit der Cola. Ja, war bei 34 Euro irgendwas. Habe euch ja gestern den Kassenzettel mal gezeigt. Also finde ich schon heftig. So, jetzt haben wir wieder Netz. Also ich habe auch gerade die Meldung bekommen, schlechte Netzverbindung. Deswegen habe ich wieder aufstehen müssen. Also ich glaube, da ist irgendeine in der Schaltzentrale, der hier mit dem Organisator Hand in Hand arbeitet. Der schaut auf den Videokameras, wo ist der Seri, wo ist die Gamer Minute, wie der hockt sich schon wieder hin. Dann drehen wir mal das Netz runter, dass der sich wieder weiter bewegt. Habe ich so irgendwie das Gefühl. Könnt ihr in den Chat schreiben, ob ihr das Gefühl auch habt. Ja. Aber ansonsten, ja. Ja. Immer in Bewegung sein. Gucken, dass man in keinen Funkschatten kommt. Sonst haut es ja mit dem Stream nicht hin. Aber ansonsten, ja, geht es ja eigentlich schon ganz gut. Ne? So, schalte ich mal wieder um, weil wir gehen in Halle 8. Ich glaube, da höre ich auf einem Ohr schon was. Wieder Leute, die durch telefonieren. Da sehen wir dann, wie es auch heute dann vielleicht für die Geschäftsliste mal das Schedule an. Und das hat sich dann aber ergeben für heute sein. Das sind doch super Begegnungen, oder? Wir starten direkt in ein Match. Das Platz-Match. Beide Teams sind in der Region hier nie zu Hause. Das ist Menem gegen Eclipse eSports. Estimen mit einem neuen Mitspieler. Man hat ein bisschen Visa-Probleme, aber dennoch kennen sich die beiden Teams. Es geht weiter mit dem wohl krassesten Match des Tages. Wir alle haben gespannt unsere Augen darauf. Oh, Reply Token gegen Tribe Gaming. Und wenn du mich gefragt hättest, ob eines dieser beiden Teams es nicht zu Merge schafft, dann hätte ich wahrscheinlich gelacht und zwar nein, aber es wird tatsächlich die Realität sein. Nur eines dieser beiden Teams kann es zu einem goldenen Ticket schaffen. Und ihr wisst ja natürlich, es gibt jetzt auch jede Menge Sachen für euch auch zu Hause oder für euch. Es gibt Events, ein Event, brawlstars.com/de. Da könnt ihr wieder viele Dinge Sachen für euch holen, indem ihr einfach zuschaut und wenn du Predictions, die natürlich abgeben müssen, aber sie brauchen die Predictions schon abgegeben. Und nach dem Match ist immer das MVP-Voting. Auch da kann man nochmal Punkte sammeln und da gibt es jede Menge Preise und jetzt tolle Sachen, die wir abstauben können. Sandy, hast du schon abgestimmt? Natürlich habe ich das und wir sehen dann gleich, wie ich abgestimmt habe. Wir alle haben geschlossen für Stamina gewotet. Das arme Eclipse tut mir ein bisschen leid hier. Danach Tribe und Totem ein ziemliches 50-50 Match und so soll das wohl auch sein. Ebenso Luminosity übrigens das dritte Match, das wir heute sehen. Ja, ich glaube auch hier 50-50 und alle haben hier für Toxic Notes gestimmt. Ich habe dafür Fotomatch. Das kann ja doch nicht gut sein. Das ist auch voll das 50-50 Match. Ich weiß nicht.
Also ich hätte endlich erwartet, dass wir alle für Toxic Ghosts stimmen. Ist jetzt zumindest in der Grafik so, wie wir ihn aber sehen, wer sich da durchsetzen kann. Das chinesische Team, das zum ersten Mal überhaupt international für die chinesische Subregion ein Game gewonnen hat, gegen eben den Champion aus Südamerika. Ja, auf das Spiel müssen wir uns leider noch ein bisschen gedulden, aber es wird auch ein sehr, sehr spannendes Spiel. Jetzt schauen wir natürlich erstmal SWU gegen Eclipse. Du hast es schon angekündigt. Ja, das sind beide Teams aus der ähnlichen Region und deshalb natürlich schon kennen sich die Teams. Auf jeden Fall. Stamina hat sich gestern wundervoll geschlagen. In Gruppe A haben sie den ersten Platz abgestaubt, haben weil sich gegen Connections und auch Luminosity durchsetzen können. Also gestern haben sie richtig stark gespielt. Eclipse nicht ganz. Ihr allererstes Match verloren, aber trotzdem noch heute an Tag 2 geschafft. Wir sehen hier nochmal die Spieler von Stamina, Angelboy, Bobby, der eingesprungen ist aus Stamina NA, quasi die Region gewechselt hat, und wir noch einzuspringen und zu guter Letzt natürlich Last but not least, Drake. Da sehen wir jetzt auch gleich noch das gegnerische Team gegen das Team gleich treffen werden. Eclipse eSports ebenfalls ein Team, das wir sehr viel haben hören dürfen in der Saison diese EMEA Monthly Finals. Das sind natürlich die Gruppi und die beiden sind mit Sicherheit heiß auf dieses Match. Wir wollen sich dieses grüne Ticket sicher erwähnen. Auf jeden Fall die Emotionen mit dabei sein. Eclipse mit einer hervorragenden Saison, muss man sagen. Auch wenn man diese vielleicht einfach nicht so auf dem Schirm hat. Aber sie haben es geschafft. Remio ist natürlich hier als dritter Spieler noch mit dabei. Und ich glaube, dass wir von diesem Team heute auch viel erwarten dürfen. Ich würde sagen, wir erwarten von dem hier großes Anfang der Season von Eclipse. Haben wir fast wie nichts erwartet. Obi, der Superstar, hat sich zwei nicht Neulinger, aber eher nicht so ganz starke TS-Spieler geholt. Und trotzdem die Season komplett durchrasiert. Also, die haben in Europa richtig gute Performance gegen die ganzen guten Teams. Wir haben den Sita und SGA, die ja schon bei den Worlds sind. Gestern hat Eclipse nicht ganz so gut performt und heute wollte das natürlich ändern. Ja, die wollen das natürlich ändern, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie man das, ob man das mitnimmt, diese Energie, oder auch nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass hier in der Stage jede Menge Energie ist. Gestern war es so, dass wir ab und zu noch ein paar Plätze frei haben. Ich sehe jetzt hier, es sind zwar ein paar Plätze frei, aber es stehen so viele Leute, also es ist mehr als voll, das ist wirklich heftig und es ist ja erst das erste Game. Es wird ja noch voller und voller, meistens während der Games, oder es wird ja alle 8 Plätze platzen, sage ich mal. Genau, ja. Wir sind in Halle 8, also unbedingt darf ich nochmal reinsteigen, falls ihr euch ein bisschen lauscht und wieder zufrieden seid. Wir würden uns sehr freuen, euch auch noch hier auf euch zu treffen. Es ist immer wieder eine Ehre, hier an der Gamescom sein zu dürfen. Wir alle drei haben schon ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen. Es ist heute auch immer dabei. Ich freue mich sehr. Gestern habe ich mich sehr schön auf Stadtnehmung auf der anderen Seite, viel platziert da in EMEA, Eclipse, dicht gefolgt hier, auf dem 5. Platz. Also beide ganz, ganz knapp an der Ausbildung vorbei gespannt. Ja, absolut, aber so läuft es eben. Es gibt die Anzahl an Plätzen und mehr ist nicht drin. Und alle anderen müssen eben zum Last Chance Qualifier, um diese 4 Tickets zu kämpfen. Ich glaube, das merkt bei allen Teams auch an, die Nervosität wird da sein, der Druck wird da sein. Mich würde tatsächlich noch interessieren, was die Leute im Publikum so abgestimmt haben. Wollen wir da vielleicht mal einmal die Runde fragen? Wo sind denn die STMN-Fans? Ah. Was überrascht? Wo sind die STMN-Fans? Okay, und wo sind die Glitzer-Fans? Das war lauter, oder? Das war lauter. Ja, ja. Also, es wurde schon wieder gegen uns prediktet quasi. Die haben, glaube ich, alle für STMN gewonnen, oder? Ja. Wir sind schon, aber ich glaube, die Menge hier. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe da sogar eine französische Fahne gesehen. Also, die Tipps sind ein französischer Ort mit zwei französischen Spielern. Okay, die guten haben sie dabei und da ist der Patriotismus ja natürlich ganz klar auf jeden Fall da. Die freuen sich, die supporten ihre Jungs und das sei. Was man auch erwähnen kann, hier übers Spiel Fuß stecken, wenn man Sachen trainieren kann. Wir haben auch hier vor uns auf dem Schirm, wo man Autogramme sammeln kann. Das war da. Aus der Browser-Szene bekannte Leute haben so viele Leute schon. Ganz genau, ihr könnt hier nichts erleben. Wir spielen mal zwei Tage nach Hause, laufen einfach mal durch. Dann kann man Bubble Soccer spielen. Ihr seht schon, es ist richtig was geboten hier. Und wir sind jetzt also kurz davor, in dieses erste Game des heutigen Tages reinzugehen. Ja, und dabei sind wir schon im Raum. Das geht nicht. Ja, das sehen wir schon. Das sind wir schon.
Am Boulevard. Ich schließe, aber das ist kein Problem. Das ist der Hals. Welcher Hals? Schon bald vor wie bei Tetris spielen wird. Und Freak, was geht sonst bei dir so ab? Seht ihr mal, wie lang die Schlange schon ist zu kommen. Hier.
so viele Netzabbrüche habe ich hier die letzten Tage nicht gehabt. So sieht es hier nach draußen aus. Geht dann schon was?